Hallo und willkommen zurück bei Rayman 2, The Great Escape. Habe ich überhaupt jemals The Great Escape gesagt? Egal, so heißt es, dabei sind wir ja gar nicht entflohen, wir sind ja schon längst entflohen. Ne? Eigentlich ist nur das erste Level Great Escape. Egal, was soll's. Wir sind hier vor der Zuflucht von Stein und Feuer und letzte Mal bei der Zuflucht von Wasser und Eis gab es ja eine der Masken. Und deshalb gehen wir mal davon aus, dass in der Zuflucht von Stein und Feuer etwas Ähnliches auf uns warten wird. Ja, bei manchen Leveln gibt es immer noch diese kurze Zwischensequenz, dass man in eine neue Welt kommt. Ich weiß nicht warum, manche haben das halt. Aber hier ist jedenfalls die Zuflucht von Stein und Feuer und wir sehen schon plötzlich eine völlig andere Welt, die wir so noch nicht kennengelernt haben. Von den Assets her. Warnung, Labyrinth. Wenn du verloren gehst, rufe sofort die hilfsbereiten Robos. Ja, ich weiß nicht wirklich, inwieweit uns das helfen wird. Ich denke, wir werden darauf verzichten und zusehen, dass wir das selber hinkriegen. Weil da ist doch schon ein hilfsbereiter Robo. Oh weh. Gar nicht gut. Obwohl der... Oh doch, der hält ziemlich viel aus. Da können wir gleich hier unser Gebratzel wieder ausprobieren. Ja, großartig. Denn wer bratzelt, kommt vorwärts im Leben. Das kann man sich mal so grundsätzlich merken, weil dann braucht er plötzlich auch nur 3 Schüsse. Obwohl selbst die normalen eigentlich schon 6 brauchen. Das ist doch großartig, oder? Und wir sehen hier, ja, da sind zwar Lumps über der Lava, aber wir dürfen nicht vergessen, ja, das ist Lava und das ist eine schlechte Idee, da rauf zu gehen. Wir können hier kurz den Lumps rausholen und damit können wir denn hier herüber. Und von hier aus sieht man etwas ganz Tolles, wenn wir nämlich jetzt mal die Kamera drehen, dass wir da unten nämlich nochmal so ein Dingens haben. Und damit kommen wir zu einem ganz tollen Bereich und ein besonderes Item, was es echt selten gibt im Spiel. Ich glaube nur 2 oder 3 Mal, nämlich hier die goldenen Fäuste. Ich weiß jetzt einen anderen Bereich aus dem Kopf, wo es das auch gibt, aber ansonsten fällt mir jetzt spontan kein weiterer ein. Das macht unseren Schuss praktisch doppelt so stark. Wir sehen das auch hier, es sieht viel gefährlicher aus und wenn wir jetzt bratzeln... Dann ist es sehr viel krasser. Wir haben 3 Fäuste, was bedeutet, wenn ich 3-mal sterbe, dann ist die Kraft weg. Oder besser gesagt, wenn ich 3-mal getroffen werde. Ist ja in Rayman 2 tatsächlich das gleiche. So, wir sehen jetzt, ein Schlag hat ihm schon doppelt abgezogen. Und hier nochmal richtig gebratzelt und dann ist er weg. Sehr, sehr mächtig. Darf man nicht unterschätzen, sollte man durchaus benutzen. So, hier... passiert erst einmal nichts. Okay, das ist in Ordnung. Okay, dann gehen wir erst einmal hier lang. Weil ihr habt ja gesehen, mit den Lumps, die da über der Lava sind, die kann man einsammeln. Dafür braucht man aber einen ganz bestimmten Gegenstand, den wir hier bekommen können. Ah, großartig. Großartig, eine der Fäuste ist weg. So schnell kann es gehen. Das ist hier echt ein Problem. Oh Gott! Das ist echt ein Problem. Oh, wir sollten ja uns auch gar nicht an die Decke hängen. Das war ja gar nicht das, was man tun sollte. Man sollte hier auf der Pflaume reiten. So, es war überhaupt nicht die Aufgabe, dass wir uns an die Decke hängen. Und deshalb konnte ich das auch nicht schaffen. Das können wir machen, wenn wir den Weg zurückgehen. Na, das hier ist eine Sackgasse. Ich weiß gar nicht mehr, warum wir da überhaupt hingehen. Das können wir dann machen, um die Lumps zu holen, die an der Decke sind. Und die habt ihr gerade wunderbar gesehen.
wie man hier ganz schnell Energie verlieren kann, weil da diese kleinen Mistgegner sind, die ich gerade nur höre. Die einen dann ganz schnell dieser Power wegnehmen. Was natürlich total für den Arsch ist. Ne? Kann man mal so zusammenfassen. Das ist für den Arsch und das ist ein bisschen Bullshit. Wir bekommen unsere Power auch nicht zurück, wenn wir jetzt neue Energie einsammeln. Großartig. Meine Fäuste sind weg. So schnell kann es gehen. Ich glaube, in der zweiten Instanz behält man die länger. Wenn ich hier durchgehe, komme ich doch gar nicht mehr in den anderen Bereich zurück. Das ist doch ein Ladebereich, oder? Das finde ich jetzt ein bisschen verdächtig. Wir gehen hier mal wieder zurück. Oder? Ich weiß gar nicht, ob das sinnvoll ist, wenn ich jetzt hier wieder zurückgehe. Klar, man kommt jetzt auch ohne den, ohne die Pflaume kommt man wieder zurück. Na komm schon, ran da. So. Und wenn man hier diesen Sidestep macht, dann ist man ein bisschen schneller. Zumindest gefühlt, aber es sieht so aus, als wäre man schneller, oder? Ja, habe ich zumindest den Eindruck. Weil eigentlich wollte ich wieder zum Beginn gehen, wo uns aus irgendeinem Grund... Okay, ich glaube, da müssen wir hin. Ich weiß, wir sind jetzt hier im Kreis gelaufen. Es ist nämlich keine Sackgasse. Ich habe mich da geirrt. Das hier ist der eigentliche Weg. Aber hier kriegen wir erstmal noch unseren Lums. Ich weiß, wir spielen keine 100%, aber könnte man ja, wenn man Bock hätte. Und ich glaube, hier kommen wir nicht weiter ohne die Pflaume. So müssen wir hier abspringen und können so wieder zurück. Ah, natürlich, ich kann ja die Pflaume von hier nehmen und dann wieder in den Bereich vorne kommen. Weil was mich eben ein bisschen verwirrt hatte, war die Tatsache, dass, dort, wo wir eben waren, wo wir gegen den großen Roboter gekämpft haben, dass da keine Pflaume gewachsen ist. Weil dort kann auch eine Pflaume wachsen, aber scheinbar erst, wenn man einmal mit einer Pflaume dort war. Oder irgendwie sowas. Das ist so eine ganz komische Regelung. Aber hier ist eine kleine Sackgasse, bin ich der Meinung. Genau. Das hier ist ein besonderer Bereich. Ein optionaler Bereich. Den kennen wir aus den Baumkronen. Und da konnten wir ihn von der Klippe runter tricksen praktisch, aber das funktioniert hier nicht. Stattdessen müssen wir ihn anders besiegen. Aber ich weiß nicht, warum die Pflaumen nicht wachsen, weil die Pflaume brauche ich definitiv. Die Pflaume ist jetzt wichtig. So, jetzt sind wir dreimal im Kreis gelaufen und ich habe immer noch nicht erreicht, was ich eigentlich erreichen wollte. Aber das kriegen wir auch noch hin. So, mit der Kraft der Physik werden wir hier überleben. Und die Physik sagt bestimmt auch, warum eine Pflaume in Lava nicht kaputt geht. Das hat bestimmt irgendeine tiefgreifendere Logik. So, vielleicht wird der Pflaumenwachstum an anderen Stellen auch getriggert, wenn ich hier einmal durchgegangen bin. Da bekommen wir nämlich nochmal schön Energie, die wir jetzt überhaupt nicht brauchen. Aber eben auch... Warte, was ist da? Gar nichts. Aber wir bekommen halt hier auch einen gelben Lums, den wir ganz zu Beginn gesehen haben. Da ist einer. Wenn ich jetzt hier hochspringe, sind wir buchstäblich wieder am Anfang, in dem ersten Kampf. Und von oben sind wir runtergesprungen. Und da sind wahrscheinlich nur normale... Ich weiß nicht, warum das immer so seitlich springt. Man kriegt das nie vernünftig gerade hin. Es springt immer seitlich weg. So, diese Lumps sind nicht wirklich wichtig für uns. Aber hier geht es noch rein. Es ist... Die Zuflüchte sind ein ziemlich großes... sind immer ziemlich große Level. Deshalb kann ich mich auch nicht immer an alles erinnern. Aber dennoch, das hier ist ein optionaler Bereich. Zu 100%. So, genau hier müssen wir nämlich erst einmal lernen, wie das mit den Pflaumen funktioniert. Denn das war nicht richtig. So, hier hinstellen, schmeißen und dann landet es auf der Spitze. So, und wenn es auf der Spitze ist, kann man sich draufstellen. Genau. Das hier ist wirklich ein großer optionaler Bereich, den man nicht machen muss. Und da ist die Pflaume, die wir brauchen. Gut, komm mal her, Pflaume. Komm mal her, gib die mal. Und dann schmeißen wir die dort auf diese Spitze drauf. So. Und die fällt da runter. Nach einer gewissen Zeit. Und wir können es beim Schatten schön platzieren, um sie aufzufangen. So, das machen wir ein paar Mal. Und am Ende von diesem Kurs brauchen wir die Pflaume für irgendwas. Wahrscheinlich für eine andere Spitze, um dort hochzuklettern. Das ist hier übrigens keine Lava, sondern, wie wir früher gesagt haben, das ist ein Magma. Halt etwas, was heißer ist, wo man auf der Pflaume nicht reiten kann. Und hier haben wir eine schöne, gerade Plattform, markiert durch diesen Stahl praktisch. Durch diesen Stahl am Boden. Und da bleibt die Pflaume stehen.
Da hüpft sie nicht weg, da ist der Boden einfach gerade. So, und dann kommen wir hier durch. Und hier gibt es noch einen Käfig. Na, wunderbar. Ein optionaler Bereich. Und hier geht es tatsächlich nicht weiter, ne? Da oben ist... Da oben sieht es so aus, als wäre... warte mal, wie kommt man da so? Oh ne, okay. Das ist gut zu wissen. Es ist cool, dass es diese Ego-Perspektive gibt. Ansonsten hätte ich nicht gewusst, was da oben ist. Okay, von da kann man also nicht runterfallen und man konnte dort auch nicht draufspringen. Auf jeden Fall ist es ein rein optionaler Bereich, den wir damit abgeschlossen haben. Alter. Ah. Seit der letzten Aufnahme hat sich bei mir technisch einiges verändert und ich kann es jetzt tatsächlich im Vollbildmodus aufnehmen. Dadurch kommt mir das Spiel aber irgendwie etwas träger vor. Und ich weiß nicht, woran das liegt. Das ist natürlich nicht sonderlich wünschenswert, aber das ist halt jetzt die Welt, in der wir leben. Für mich ist es in der Aufnahme sehr viel cooler und ich bilde mir auch ein, dass die Videos dadurch etwas besser aussehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich stimmt, aber das werden wir... Das werdet ihr dann auch sehen. Nicht wahr? Genau. Meiner Meinung nach, weil über diese Pflaume komme ich hier in den Bereich. So. Ohne diese Pflaume würde ich hier nicht hinkommen. So. Und dann würde ich hier eigentlich normalerweise irgendwie auch eine wachsen. Es ist... Irgendwo muss eine wachsen. Obwohl, ich weiß nicht, wie ich sie hier rüberkriegen würde. Oder ist hier irgendwo eine... Da ist eine Pflaume! Meine Güte. Hier ist die Pflaume, die ich brauche. Bam! So. Jetzt hat Daddy auf dem Schädel. Und wir können dem ordentlich eine verpassen, aber das interessiert ihn nicht, weil er so oder so unsterblich ist oder unverwundbar. Aber er dient uns hier als Plattform für diesen Käfig. So, der gerade aus irgendeinem Grund kein Geräusch gemacht hat. Aber was soll's, das interessiert uns erstmal nicht. Okay. Also ich weiß nach wie vor nicht, warum da keine Pflaume erschienen ist, warum die hier nicht wächst. Ach so, nein, diese höhere Plattform ist, damit man wieder zurückspringen kann. So, jetzt weiß ich's. Okay. Aber warum wächst hier keine Pflaume? Ich bin der Meinung, hier würde sonst normalerweise eine Pflaume wachsen. Ich meine, muss nicht. Man kann das Level tatsächlich beenden, wenn da keine Pflaume wächst. Vielleicht wächst da auch nur in Rayman Revolution eine Pflaume. Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen verwirrt. Aber auf jeden Fall haben wir jetzt diese optionalen Bereiche abgeschlossen. So, und optionale Bereiche in einem Zufluchtslevel zu beenden, ist durchaus eine Leistung. Für die kann man Pesti schon mal ein bisschen Anerkennung zeigen. Nee, wirklich, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und diese kleinen Mistviecher hier, die mir meine krassen... Na, diese kleinen Mistviecher, die mir hier meine krassen Fäuste weggenommen haben. Scheiß Pflaume, komm her. Jetzt muss ich den blöden Bereich hier nochmal machen. So, jetzt aber schnell hier. Mann! Wir werden übrigens noch mehr Lava-Level bekommen. Und diese Pflaume wird noch öfter eine Rolle spielen. Interessanterweise... gibt es aber, glaube ich, keine weiteren Wasserlevel. Also das, was man normalerweise immer so hasst, kommt hier nur einmal vor. Interessant, muss ich jetzt selber gerade sagen. Und ich glaube, es gibt gar keine Eislevel. Also vieles, was Rayman 2 1999 schon richtig gemacht hat. So. Und jetzt sind wir hier in diesem Bereich. Und hier wächst eine Pflaume. Ha. Du hast erraten, wie man auf die Pflaume steigt. Lenk, indem du jeweils entgegengesetzt schießt. Zum Greifen stellst du dich direkt davor. Um sie in die Luft zu werfen, drücke einfach A oder wirfst du einfach vor dich, drücke Space. Mit Pflaumen gehst du über Wasser und Lava. Wie wäre es, eine auf einen Pfahl zu stecken? Ist sie weit weg, schieß drauf, um sie zu bewegen. Zögere nicht, sie gegen Feinde einzusetzen. Das waren so viele Informationen mit einem Schlag, das glaubt man gar nicht. Okay. Dort steht, nach links ist ein Kreuz. Hier gibt es einen großen, großen optionalen Bereich, den ich sehr mag, den man aber verplanen kann, wenn man hier einfach in die falsche Richtung läuft. Ich weiß nicht, ob das der optionale Bereich ist oder der nicht optionale, aber wir gehen hier erst einmal lang und im Zweifel gehen wir wieder zurück. So.
Ich weiß es buchstäblich nicht mehr. Aber ich glaube fast, das ist der nicht optionale Bereich. Dass dieser Wegweiser mit dem Kreuz uns tatsächlich zum optionalen Bereich führt. Da habe ich eben versucht, ein bisschen Logik draus zu ziehen, ob uns das zum Ziel führt oder eben nicht. Aber wie es aussieht, führt uns das nicht zum Ziel, sondern zu einem optionalen Bereich. Glaube ich zumindest. Bin ich jedenfalls der Meinung. Oh! 40 Käfige waren das. Donnerwetter. Was, 40? Das klingt so viel. Das klingt wahnsinnig viel. Oh, da komme ich gar nicht mehr hoch, oder? Okay. Da unten könnte ich reinspringen. Ich glaube aber, da geht's weiter. Nee, doch, da ist ein Speicherpunkt. Hä? Moment. Moment! Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Jetzt gehen wir hier wieder hoch und gucken, ob wir da runterspringen können. Und wenn nicht, muss ich mich halt in die Lava schmeißen. Ah, man kann hier runter. So. Wo bin ich denn hier? Ach, da, wo ich da überhaupt reingesprungen bin. Okay, von hier gibt's aber kein Weiterkommen. Gut, na denn. Dann wählen wir den Freitod. Seltsam, ich kann mich nicht erinnern, welcher der optionale Bereich ist. Aber mich interessiert jetzt erst einmal, was dort ist, wenn man die Lava weiterreitet. Man muss ja nicht hier hochspringen. Das haben wir jetzt nur wegen dem Käfig gemacht. Und scheinbar gibt es von dort aus keinen Weg mehr zurück, ohne sich selbst umzubringen. Nicht das beste Design der Welt, muss man sagen. Außer natürlich, ich wäre in diesen Speicherpunkt reingegangen. Ich weiß es echt nicht mehr. Kann mich nicht erinnern. Ach nein, das wäre egal gewesen. Man soll von dort, man soll da durch. Ja, aber jetzt bin ich hier. Und da kommt die... Das ist der optionale Bereich. Das ist der optionale Bereich. Ich bin mir ziemlich sicher. Ja, das ist der optionale Bereich. Ja. Hier sind diese Viecher, die wir aus der Höhle der Albträume kennen. Die mit uns spielen wollen oder uns jagen oder sonst was. Wir können die nur dann erreichen, wenn wir ihnen den Rücken zudrehen. Dann kommt da rum und greift uns an. So ist jetzt einfach mal meine Logik. Ansonsten erwischen wir den nicht. Da verliert man ziemlich viel Energie. Ich bin mir nicht so sicher, wie man gut gegen den kämpfen kann, ohne ständig aufs Maul zu kriegen. Ich meine, gut, vielleicht zeige ich es euch gerade, wie man das richtig macht. Ich bin ein Profispieler. 20 Jahre Erfahrung. Aber mindestens 10 Jahre nicht mehr gespielt. Aber irgendwie so funktioniert das, wenn man hier buchstäblich ihm den Rücken dreht, dann stirbt er. Dann kann man ihn angreifen und dann wird er zu einer Pflaume. Das ist einfach mal eine Logik, die wir so hinnehmen müssen. Und dort hinten gibt es wieder so einen Bereich, wo es ganz gerade ist, wo die Pflaume einfach hüpfen bleibt. So, der ist hier. Ungefähr. Ja, so ziemlich genau. Und das gibt's doch gar nicht. Pflaume, verdammt. Bleib doch mal hier. Sei ein braves Perpetuum mobile und hüpfe hier auf der Stelle. So, ist doch ganz einfach, oder? Ja, wunderbar. Gut. Ja. Das ist ein schöner, optionaler Bereich. Sieht nett aus. Ich weiß nicht, warum der existiert. Hier gibt es buchstäblich einfach mal keine Musik. Man wird irgendwie völlig rausgerissen aus dem Spiel. Und dann wird man wieder reingerissen. So. Und ich glaube, ich habe den optionalen Bereich verpasst. Ich weiß es nicht. Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube, das war nicht der optionale Bereich, den ich meinte. Toll. Wir werden das Level einfach nochmal machen. Wir werden in das Level nochmal reingehen. Ich muss hier irgendwo abpassen, wo die Pflaume landet, damit ich sie auffangen kann. Damit sie in die Ruhe kommt, damit wir draufspringen können. Ich finde, das ist ein verdammt cooler Bereich. Nicht nur, dass er cool aussieht und eine coole Musik hat, es ist auch tatsächlich relativ schwierig, dort zu überleben. Ist gar nicht so einfach. Okay, wir machen das nochmal. Und jetzt weiß ich tatsächlich nicht mehr, dieser optionale Bereich. Ich war eigentlich der Meinung, dass das der optionale Bereich ist, aber dann habe ich mich tatsächlich geirrt. Denn, oh Gott, wieder die falsche Taste gedrückt. Denn ist der optionale Bereich wirklich in Richtung des Pfeils? Wie seltsam. Finde ich merkwürdig, aber gut, okay. Wie gesagt, hier physikalisch muss das nicht alles Logik
logisch sein und nachvollziehbar. Da ist halt die Lava heißer und deshalb müssen wir hier zusehen, dass wir mit unserer Pflaume von dort wegbleiben. Und tatsächlich hier auch an die Wände besteigen sozusagen und zusehen, dass wir da nicht raufkommen. So. Ist das doch der optionale Bereich? Nee. Nee, ich glaube nicht. Und das habe ich irgendwie noch nie bekommen. Den Lums am Ende kriege ich manchmal, aber diese ganzen roten Lums kannst vergessen. So, hier geht's jetzt weiter. Mit diesen ganzen Stachelranken, die man eigentlich abstempeln könnte, dass es Pflanzen sind. Aber würden sie sich dann bewegen? Es müssen ja irgendwelche Monster sein. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das andere Ende dieser Monster nie zu Gesicht bekommen. Das ist tatsächlich etwas, was wir nie sehen. Wir sehen immer nur diese Stacheln und dass sie uns Probleme bereiten, aber nicht wirklich, was auf der anderen Seite der Wand lauert. Mann! Blöden Mistviecher treffen mich da immer. So, und ich glaube, hier die beste Idee ist es abzuspringen, weil wir sonst da drin landen. So. Ja, das war nicht der optionale Bereich, weil mit dem optionalen Bereich kommen wir hier von oben runtergefallen. Glaube ich, irgendwie. Irgendwie so war das. Ich weiß es nicht mehr. Mein Gott, es ist zu lange her. Ich kann mich nicht wirklich dran erinnern. Halt die Pflaume auf. So. Ich glaube, hier ist... Hier, wir hören ja einen Käfig. Nee. So gehen wir mal kurz hier lang. So, holen uns hier den Lums. Ach, Mann. Na schön. Komm mal zurück, Pflaume. Komm mal her. Gib mir mal das. Ich sammle jetzt absichtlich die roten Lums nicht ein, falls wir den anderen Geheimbereich noch finden. Und dann von oben hier in diesen Bereich wieder zurückfallen. Es sind zu viele geheime Bereiche, dass ich mich einfach nicht mehr daran erinnern kann, wo man lang gehen muss. Aber was soll's. Das ist schon in Ordnung. Hier auch wieder die Frage zwischen zwei Lavablöcken oder lieber an der Wand lang. Es geht schon so. Das ist auch hier tatsächlich wie eine Art Trichter, wenn man hier erstmal auf den Rand von diesen Blöcken kommt, dann landet man ziemlich schnell. Dann landet man ziemlich schnell wirklich da drin. Meine Güte. Das ist ja auch so. Man merkt irgendwie, dass das ein besonderes Level ist. Das kennen wir hier auch, diese Kugeln, aber man merkt, irgendwas ist hier ungewöhnlich. Irgendwie ist das etwas Besonderes. Kann mir keiner erzählen. Es gibt so eine bestimmte Atmosphäre, Musik, die man noch nie gehört hat und von bei der man sich relativ sicher sein kann, dass man diese Musik auch nie wieder hören wird. Das ist einfach so eine Sache, wenn irgendeine epische Musik läuft, dann bekommt man irgendwann das Gefühl dafür, okay, diese Musik ist für diesen Bereich einzigartig. Und auch generell alles, was man hier so optisch erlebt, was ihm hier geboten wird, das werden wir wahrscheinlich nie wiedersehen. Und das ist in Ordnung. Das gibt immer ein schönes Gefühl von, pass auf, hier passiert gerade irgendwas verdammt Wichtiges. Okay, erwischen wir die? Sehr schön. So, dann haben wir unsere gelbe Kugel, die wir denn hier gleich lassen können. Und irgendwo finden wir auch die blaue. Ich bin mir nicht mehr allzu sicher. Hier können wir auch gleich wieder zurückgehen mit dem violetten Lums, der uns nach oben befördert, wenn wir die gelbe Kugel nicht dabei haben. Oder sie unterwegs verloren haben oder sowas in der Richtung. So, was hatte Murphy gesagt? Wenn sie weit weg ist, die Pflaume, schieße auf sie, um sie zu dir zu holen. Deshalb werden wir die jetzt einfach mal die Kugel hochwerfen und auf die Pflaume schießen. Und von der Logik, klar, sie prallt ab von der Wand und kommt auf uns zu. Das ist etwas, was man sich erst einmal überlegen muss. Das macht ja eigentlich Sinn, aber man kommt irgendwie nicht drauf. Und diese gelbe Kugel müssen wir hier, glaube ich, über die... Ich weiß es nicht mehr genau. Nee, wir nehmen die mit und werfen sie hoch und bewegen uns mit der Pflaume vorwärts. Und die Wand ist so ein bisschen schräg. Die Wand ist praktisch angewinkelt. Die Decke ist angewinkelt. Und dadurch prallt die Kugel, wenn wir sie hochwerfen, von der schrägen Decke ab und bewegt sich nach vorne. Das ist sehr clever gemacht. Das ist genau in der Reihenfolge, in der Geschwindigkeit, wie wir uns mit der Pflaume bewegen. Das ist sehr clever gemacht. Kann man nicht anders sagen. So, hier ist die gelbe Pyramide und auch irgendwo die blaue. Mit der gelben Pyramide haben wir jetzt hier den Durchgang
über den wir diesen Level betreten haben, diesen Bereich, komplett auf den Kopf gestellt. Das heißt, es war kein Spezial-Sonderbereich, den habe ich verplant und nicht gefunden. Da steht ein Typ. Sondern das ist der ganz normale Bereich. Wie gesagt, wir können gleich nochmal in das Level zurückgehen, nachdem wir das hier abgeschlossen haben. Und wir spielen nur den optionalen Bereich. Und dann gehe ich gleich wieder aus dem Level raus. Da wird der Fortschritt nicht gespeichert, aber dann müsste ich alles nochmal machen. Aber ich will wissen, was hinter diesem geheimen Bereich war. So, jetzt gehen wir hier zurück und landen wieder hier. Gut, ne? Und jetzt haben wir unsere roten Lumps. Und der Bereich, wo wir durch sind, hat sich auch verändert. So. Das waren jetzt wichtige Informationen. Ich weiß, das ist ein bisschen unübersichtlich, wenn man das Level nicht kennt. Aber, oh Gott, das habe ich doch schon mal gemacht. Aber dieser Bereich, der sich eben auf den Kopf gedreht hat, der, Alter! Das kann doch nicht wahr sein. Früher ist mir das nie passiert. Ohne Quatsch. So, jetzt nochmal. So und rauf. Okay. Gut. So, jetzt dürfen wir hier wieder lang. Und können jetzt einfach mal den linken Weg nehmen, weil wir eben den rechten Weg genommen haben. Gehen hier durch. Wunderschön. Und beim letzten Mal ist auch unsere Pflaume auf der linken Seite einfach da in der Lava drin geblieben. Und dieses Mal haben wir hier einen anderen Durchgang, nämlich oben und nicht unten. Und können hier unsere Pflaume weiterhin benutzen. Die tatsächlich interessanterweise da stehen bleibt, damit man nicht in die Lava fallen muss beim Versuch, sie zu erwischen. Und hier auch wieder Lava und Magma, wir nennen es einfach mal so gemischt. Und dort haben wir ein zerbröseliges Stück Wand, was wir erstmal kaputt machen müssen. Und dann können wir da durch. Natürlich alles brandgefährlich. Und hier schon wieder so ein cooler, bodenloser Bereich und ein violetter Lumps, der vor uns abgehauen ist. Und den müssen wir jetzt erst einmal einholen, weil der will irgendwie mit uns nichts zu tun haben. Der haut ab. Wir wissen nicht wirklich, was wir diesem Lumps getan haben, dass er abhaut. Aber Fakt ist, er haut ab. Und wir brauchen ihn aber. Dringend. Ja, fantastisch. Um langsamer zu werden. Ja, ja, ich will aber nicht langsamer werden, Lee. Bist du schon mal auf die Idee gekommen, dass es doof ist, wenn man langsamer wird? Ich weiß, man hat hier in den allermeisten Situationen in dieser Passage Bande nur auf einer einzigen Seite. Und man kann halt einfach nicht darauf bauen, dass man hier eine Leitplanke hat. Oh Gott, das funktioniert nicht. Und aus irgendeinem Grund, jetzt ist er stehen geblieben, jetzt können wir uns ihn holen. Und der nächste wird das gleiche machen, denke ich mal, oder auch nicht, keine Ahnung. So, jetzt sind wir wieder in diesem Raum, hier oben. Und da unten ist der violette Lumps. Der bleibt da jetzt, falls wir hier runterfallen, damit wir den Bereich nicht nochmal machen müssen. So, aber da ist alles, was wir brauchen. Da ist die blaue Kugel. Da hinten ist die blaue Pyramide, da schmeißen wir jetzt einfach hin. Und solange wir hier oben sind, holen wir uns noch ein bisschen Energie und den gelben Lumps. Und dieser andere gelbe Lumps, der da mitten im Raum ist, vielleicht habt ihr den gesehen, den können wir uns gleich holen. Jetzt noch nicht. Erstmal schmeißen wir den darauf und gucken. Umber, Wächter der Zuflucht von Stein und Feuer. Aber der gute Umber ist uns gar nicht böse. Nur Aglagel ist feindselig gewesen. Umber ist nicht feindselig. So, auf den können wir jetzt draufspringen, auf seinen Kopf. Und uns diesen gelben Lumps holen, den er da hat. Deshalb ist er da, damit man weiß, man soll draufspringen. Denn ohne den guten Umber hätte das hier nicht geklappt. Er hat sich für uns geopfert. Oder wir gehen davon aus, dass ihm das relativ gut geht hier und dass er nicht leidet wegen uns. Aber da ist wieder so ein Dingens.
Gut, wir haben natürlich bei weitem nicht alle Lums bekommen, aber wir werden jetzt in dieses Level nochmal reingehen, weil ich diesen Bonusbereich sehen möchte.